dort. Ich will ein Das kommt weg Video machen, weil, wie ihr seht, ist die Kiste schon bodenvoll. Ich habe jetzt noch was vergessen. Ja, weil das wollte ich eigentlich meiner Mom dann geben. Aber egal, vielleicht sage ich es dann im nächsten Video her. Oder ich blende euch ein Foto ein, wenn ich nicht vergesse. Ja, das kommt dann weg. Also wenn ich das nicht vergesse, wird das hier wegkommen. Und das kriegt dann meine Mom. Jetzt kriege ich wieder Schluck auf. Als wäre das irgendwie so ein Fluch. Fangen wir mit dem hier an. Der kommt in den Mistkübel, weil, jetzt passt mal auf, ich kann so richtig, zack, die Pinselhaare rausziehen. Und da sieht man, dass der nie wirklich sauber geworden ist. Und Wahnsinn, oder? Also das ist echt, echt, echt heftig. Also der kommt auf jeden Fall in den Müll. Weil den kann man auch nicht mehr weitergeben, weil da eben die Haare rausfallen. Ich habe mich schon gewundert während dem Schminken, warum da immer die Haare rausfallen. Ja, die muss ich leider aussortieren. Ich brauche die unbedingt wieder jedes Mal. Ich bin jetzt nämlich noch aktuell im Urlaub. Deswegen kamen auch vor kurzem noch so viele Videos und die Videos will ich eben vordrehen. Und deswegen vergesse ich die mir immer zu kaufen. Ich habe so gerne jetzt in letzter Zeit meine offenen Schuhe an mit den Blümchen vorne. Ja, und deswegen, ich brauche die unbedingt wieder, die sind total austrocknet. Da ist nichts mehr, also die hatte ich auch schon seit letztem Jahr. Deswegen, die werde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen, ich vergesse nur jedes Mal. Deswegen entsorge ich die jetzt auch. Was ich noch entsorgen werde, sind die beiden hier. Ich weiß, ich habe die noch nicht so lang und beide sind, glaube ich, sogar von Tiki Max. Aber ich mag die einfach nicht und ich komme mit denen einfach nicht zurecht. So sehen die beiden aus. Die sind doch vollkommen noch schmutzig, weil ich sie nicht gewaschen habe, weil ich mir eben gedacht habe, ich werde sie aussortieren. Ich werde mir auch keine anderen mehr kaufen. Ja, nicht ganz wahr, aber dazu komme ich in einem anderen Video. Ich habe mir von Tiki Max vor kurzem noch was gekauft, aber wegen was anderem. Aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Ja, aber ich würde mir wirklich nur noch die von Real Techniques kaufen. Ich habe ja drei und ich würde nur noch die von Real Techniques kaufen. Das heißt, die kommen auch in den Müll. Das werde ich meiner Mom, glaube ich, schenken. Das ist so ein Bodyspray. Ich mag ihn nicht. Ich habe ihn schon jahrelang ist übertrieben. Seit letztem Jahr, glaube ich, habe ich den im Kühlschrank. Und ich mag den Duft einfach nicht. Das ist von Yves Rocher einer. Er ist jetzt nicht oh. Nein, ich glaube, ich werde ihn entsorgen. Ich glaube, der ist auch schon kippt. Wie lange war der denn? Haltbar. Nein, ich werde ihn entsorgen. Ganz einfach. Ganz knallhart heute. So wie ich das hier entsorgen werde, ich habe damit immer meinen Eyeliner, also damit ich meinen Fingerabdruck da nicht am Auge habe, habe ich immer das so festgehalten und einen Eyeliner gezogen. Das mache ich jetzt immer auch mit meinem Beauty Blender, aber ich wollte mir sowas eigentlich nachkaufen, aber durch das, dass ich mit meinem Beauty Blender das mache, habe ich mir bis jetzt sowas noch nicht nachgekauft. Dann ist mir das vor kurzem in die Hände gefallen. Das ist so eine weiße Theaterschminke. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, man sieht es, die ist total eintrocknet. Die kann ich nicht mehr verwenden. Und ich glaube, ich hab die auch nur einmal verwendet. Und deswegen, falls ich noch irgendwann einmal sowas brauchen werde, werde ich mir sowas kaufen. Aber ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Oh, ich habe da noch einen Beauty Blender. Den mag ich auch nicht mehr. Der ist mir auch zu hart. Ich bin so Real Techniques verwöhnt. Den gebe ich auch weg. Weil, ja, er ist zwar cool von den Farben her. Das war einer von Ebelin, aber ich werde den auch entsorgen. Ganz einfach. Ich bin ganz schön böse, oder? Ich entsorge urviel. Das werde ich, glaube ich, auch in den Müll werfen, weil das stinkt bestialisch. Das ist ein Make-up von, beziehungsweise eine CC-Cream von Kores und ich mag den Duft überhaupt nicht. Und ich will das auch niemandem antun. Und bis ich da jemanden finde, der dieselbe Farbe hat wie ich, werde ich es einfach wegwerfen. So wie den leider. Ich weiß nicht, ob ich noch an den erinnern könnt, aber den habe ich mir mal gekauft. Das ist von Donna Karen, ein Deo-Stick. Und ich wollte ihn probieren und schaut mal, wie... Er kommt gar nicht so gelb in der Kamera rüber, wie er eigentlich ist. Aber seht ihr das? Der ist total bröckelig. Also man sieht das leider nicht so gut. Ich will das jetzt auch nicht... Naja, ich habe es mir gerade auf meine Hose getan. Ja, sehr schön. Hier im Deckel kann man sehen, der ist total bröckelig und ich habe ihn probiert und habe dann meiner Arbeitskollegin geschrieben, du sag mal, der bröckelt so komisch, ist das normal? Und sie sagt, nein, dann ist er leider kaputt gegangen und der war wirklich teuer, den gibt es auch leider nicht mehr. Das Problem war immer bei dem, dass der zu fest war. Ich habe das ja gesehen, also der war leider immer zu fest. Er ist auch noch relativ voll gewesen, ich glaube, da wäre nur noch so ein Stück gewesen zu benutzen. Aber wie gesagt, es ist auch urfig Grümeliges runtergeflogen. Das ist alles da drinnen noch. Leider muss ich ihn entsorgen.
Leider. Da bin ich echt traurig drum. Ich habe aber jetzt einen anderen von Calvin Klein und der ist gut. Ich müsste ihn vielleicht demnächst nochmal so in die Sonne kurz stellen, damit das ein bisschen weicher wird, aber der ist gut. Dann habe ich hier eine zugemachte Lippenpflege in Rot. Ich benutze sowas nicht. Ich habe das mal geschenkt bekommen. Ich werde es meiner Nichte schenken, weil die mag sowas. Also da bin ich mir sicher, dass sie sowas mag. Dann den werde ich aber entsorgen. Das war mal ein Desser und das will ich niemandem antun. Ich habe mir den damals genommen wegen der Farbe. Es war ein Essenz-Lippenstift, also beziehungsweise ist einer. Aber das irritiert mich so. Das war nicht ich, das war es schon so. Und deswegen kommt er einfach in den Müll. Ich bin ziemlich radikal diesmal, oder? In dem Video. Normalerweise bin ich nicht so radikal. So, dann habe ich hier noch einen Kleber. Ihr wisst, ich habe eine Zeit lang meine Nägel selber gemacht. Ich kriege ihn nicht auf. Der ist blöd gelegen in meiner Tasche und deswegen kriege ich ihn nicht auf und deswegen wird er entsorgt. Aber Gott sei Dank hat Essence jetzt wieder einen Nagelkleber im Sortiment. Das finde ich gut, dass sie den wieder im Sortiment haben. Das werde ich auch entsorgen. Ist auch leider ein Test, aber das Problem ist, ich hatte ihn jetzt vor kurzem im Urlaub jetzt ein paar Mal versucht zu probieren. Das Problem ist nur, da gibt es einfach keine Farbe ab. Da müsste ich total am Auge rumreiben und das will ich nicht. Der gibt keine Farbe ab, der Kajal. Das war von Love ein Eye Pencil. So sieht aus. Ich hatte ja mal einen in grün, den habe ich sogar in braun. In braun hatte ich einen. Und den habe ich sogar mal aufgebraucht. Aber ich habe da in dem Video auch gesagt, dass ich den nicht mehr so mag. Ja, dann habe ich hier was, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich es entsorgen soll oder nicht. Ich habe das nämlich schon so lang. Da steht nämlich 30 Monate haltbar nach dem Öffnen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich werde es lieber entsorgen. Aber wenn es meiner Nichte gibt, die benutzt ja auch nicht alles. Die ist so wie ihre Tante. Sie benutzt zwar, nein, sie benutzt wirklich nicht. Sie hat Ufi, sie hat mir vor kurzem über WhatsApp, Telefon, über diesen Videoanruf zeigt, was sie alles hat, weil sie hat jetzt auch einen eigenen Schminktisch. Und ja, sie hat sehr viel. Deswegen werde ich das, glaube ich, auch entsorgen. Weil sie benutzt das genauso wenig wie ich. Sie kriegt eh den Zug machen und dann, ja, hat sich das, glaube ich, erledigt. Dann, das werde ich aber nicht entsorgen, die Zeit gebe ich in die Back-to-Mac-Kiste, was mir wirklich weh tut. Ich habe versucht, sie noch weiterhin zu benutzen, aber es geht einfach nicht. Die Rede ist von meinen beiden Mac-Lipschillis. Da blutet eh mein Herz, aber ich werde sie jetzt in meine Back-to-Mac-Kiste geben. Es bringt nichts. Die sind schon so alt, die habe ich seit 2010, also sind die 8 Jahre alt, die zwei. Ich traue mich das einfach nicht mehr auf meine Lippen nehmen. Ich habe auch vor kurzem gesehen, ich glaube, mir es auch einen MAC-Lippenstift gibt und da will ich auch nicht, dass der... Da range ich auch noch mit mir ein bisschen den auszusortieren. Das hat auch lange gebraucht und deswegen werde ich die beiden jetzt weggeben. Ich mag dieses Glitzer auch auf den Lippen nicht mehr und ich werde die auch nicht meiner Nichte geben, weil sie 8 Jahre alt sind, die zwei Teile hier. Ja. Dann den werde ich auch entsorgen. Das ist von Flomar, ein Eyeliner. Ihr wisst, ich mochte die eigentlich sehr gerne. Das war der schwarze. Ich kann den nicht verwenden. Und das Problem ist, ich komme mit einem Eyeliner-Pinsel nicht rein. Und ich, Idiot, habe ja die aussortiert, den lilanen oder so. Irgendwelche zwei Farben habe ich ausgemistet oder einen habe ich sogar aufgebraucht. Und ich, Idiot, habe mir das nicht aufgehoben. Dann hätte ich das nämlich tauschen können. Und so kann ich keinen Eyeliner ziehen. Das kann man, das kann man komplett vergessen. Deswegen, schweren Herzens, kommt der in den Müll. Ich habe eh Gott sei Dank zwei andere Glitter-Eyeliner, die ich neu habe und lieben gelernt habe. Und ja, da stoppt. Und weg ist sie. Kommen wir zu den 4 letzten Sachen, dann sind wir auch schon durch. Ich habe einen MAC-Lippenstift. Aber ich benutze den nicht. Ich zeige ihn euch. Den werde ich meiner Nichte schenken, weil ich glaube, sie steht sicher auf sowas. Ich habe mir das damals eingeredet, weil ich den unbedingt haben wollte. Das ist so ein Dazzle-Lipstick von MAC. So sieht das aus. Das geht bei mir gar nicht. Ich mag eher matte Sachen oder... Ich tue mir echt schwer mit Lipgloss. Ich habe schon echt überlegt, ob ich nicht alle ausmiste oder die, die noch geschlossen sind, sogar verschenke. Ja. Ja. Also den werde ich meiner Nichte auf jeden Fall schenken. Die mag das sicher, dass das so glitzert. Dann habe ich hier noch einen Nude Lip Liner, der total schrecklich an mir ausschaut. Deswegen werde ich ihn einer Arbeitskollegin schenken. Ich habe den nur zweimal benutzt. Ich hoffe, das stört sie nicht. Ich will ihn nicht entsorgen. Ich habe ihn mir damals... Coffee 99 Cent kostet, das klingt vielleicht ein bisschen geizig, aber ich will ihn trotzdem jetzt nicht wegschmeißen. Deswegen habe ich mir gedacht,
Ich zeige ihn euch, weil ich habe schon mal einen Catrice Lippenstift geschenkt. Den kann ich euch auch hier einblenden, das Foto, weil das habe ich noch. Das habe ich auf meiner Kamera gefunden. Da habe ich zwei davon und da habe ich ihr den unbenutzten geschenkt, weil damals ich so eine Nude-Phase hatte. Der, who cares? Ja, und deswegen habe ich ihr den damals geschenkt und ich habe ihr versprochen, dass ich ihr den Lip Liner auch schenken werde. Nur habe ich den halt jetzt komplett vergessen und jetzt, wo ich ihn sehe, fällt mir das gerade wieder ein. Da, oh mein Gott, das war ganz schön knapp. Fast wäre es kaputt gegangen. Dann habe ich hier einen Rouge. Ich weiß nicht, wen ich das schenken soll. Ich kenne niemanden, der rosa trägt. Okay, es ist jetzt nicht so hell. Ja, ich überlege. Meine Nichte hat so viel. Ich werde ihn noch auf die Seite legen und mal schauen, ob ich ihn vielleicht jemand anders schenken kann. Mal schauen. Ich überlege es mir noch. Da muss ich auch erstmal nachfragen, ob das okay ist. Dann habe ich ein Make-up. Das mochte ich überhaupt nicht. Das habe ich vor kurzem benutzt und ich mag es nicht. Obwohl es Marbert ist. Und ich hatte eine Probe davon und ich war begeistert davon. Und entweder hat der Tester was, fragt mich nicht. Ich glaube, dass der Tester was hat, weil die Probe, irgendwo habe ich mal eine verwendet. Und ich glaube, ich habe sogar irgendwo noch eine. Ich bin mir sicher, dass ich die Probe geliebt habe. Da bin ich mir wirklich sicher. Und das hier ist der Tester und der ist eben, weil er schon länger off ist und das Ding ist nur 6 Monate haltbar nach dem Öffnen, werde ich es auch nicht weiter verschenken. Ich glaube, ich werde es auch entsorgen. Da fliegt aber ganz schön in die Tonne. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Auch wenn es ein bisschen chaotisch zugangen ist, aber das ist ja, glaube ich, nichts Neues. Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich so viel wegwerfe. Ihr kennt's mich. Ich bin eigentlich sehr, sehr pingelig, was Wegwerfen betrifft. Sehr, sehr pingelig, besonders aussortieren. Aber da habe ich mir gedacht, knallhart ausmisten. Ich habe auch vor, ein paar Ausmist-Videos zu machen, vor denen ich mich noch fürchte. Ich will unbedingt meine Nagellacke ausmisten und meine Lidschatten. Aber dazu kommen wir dann noch in einem näheren Video dazu. Also da lasst mir noch ein bisschen Zeit, da brauche ich noch ein bisschen Kampf mit mir, das wirklich zu machen. Weil das wird dann aufgeteilt auf die Leute, die es dann haben wollen, wenn ich wirklich viel schaffe auszusortieren. Mal schauen. Immer sachte mit den Jungpferden. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr für Videowünsche habt. Ich will versuchen, ich habe schon Angst davor, aber ich werde vielleicht versuchen, ein Parfümsammlungsvideo zu machen, was ich dann wahrscheinlich in 2 Teile teilen werde. Ja, vielleicht. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Aber ich habe so viele Videos zurzeit geplant. Aber falls ihr noch Videowünsche habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, weil mir fällt in letzter Zeit eh wenig ein. Ja, das war's und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Bis dann!